Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco. Ich bin Copywriter bei Flyeralarm und ich erkläre euch heute, was es mit den Sonderfarben der HKS und Pantone Farbpalette auf sich hat. Bei Flyeralarm könnt ihr nicht nur mit CMYK, sondern auch mit Sonderfarben drucken. Hier begegnen euch im Shop immer wieder die Begriffe HKS und Pantone. Aber was sind diese Sonderfarben eigentlich und wann kommen sie zum Einsatz? HKS und Pantone-Farben sind sogenannte Volltonfarben oder Schmuckfarben. Diese Farben werden zusätzlich zu den vier Farben der CMYK-Farbpalette gedruckt oder eben gestickt. Der Vorteil von Volltonfarben: sie schaffen die Voraussetzung dafür, dass der gewünschte Farbton immer nahezu gleich aussieht. Unabhängig von der Druckmaschine, der Bildschirmdarstellung beim Anlegen der Druckdaten oder der subjektiven Farbwahrnehmung. Jede Sonderfarbe hat eine einzigartige Kennnummer und ein festes Farbrezept. Deshalb kommen zum Beispiel bei Corporate Colors häufig HKS- und Pantone-Farben zum Einsatz. So sieht das eigene Logo nämlich in Firmenmagazinen, auf bestickten Poloshirts oder auf bedruckten Kugelschreibern immer gleich aus. Beispiele dafür wären das Coca-Cola Rot, das Gelb der Deutschen Post oder das Telekom Magenta. Sonderfarben werden aber auch noch für andere Zwecke eingesetzt. Die sind zum Beispiel in der Verpackungsproduktion oder bei der Herstellung von Werbemitteln sehr beliebt. Denn mit ihnen kann man Schriftzüge und Layouts beispielsweise in Gold oder Silber glänzen lassen, in Neontönen zum Leuchten bringen und so weiter. Das bekannteste Sonderfarbensystem ist die Pantone-Palette. Die gibt es schon seit 1963. Heute setzt sich das Pantone-Farbsystem aus mehreren Farbfächern für unterschiedliche Bereiche in der Druck- und Grafikbranche zusammen. Das Pantone-Matching-System ist das Basissystem und umfasst insgesamt 2161 Sonderfarben. Über die Jahre wurde es immer wieder aktualisiert und erweitert. Heute gibt es noch viele weitere Pantone-Systeme, die bestimmte Sonderfarbgruppen wie Metallic, Pastell oder Neon abbilden. Auch für die Bekleidungs- oder für die Architekturbranche gibt es beispielsweise eigene Farbfächer. Im klassischen Papierdruck berücksichtigt man außerdem die Papiersorten gestrichenes, ungestrichenes und mattes Papier. Denn ein und derselbe Farbton kann auf dem einen Papier ganz anders wirken als auf einem anderen. Aber das Farbrezept bleibt immer das gleiche. Die Basis für die Mischung der HKS-Palette bilden 9 Grundfarben sowie Schwarz und Weiß. Insgesamt gibt es über 3500 Volltonfarben, die in HKS-Farbfächern zusammengefasst sind, wobei die einzelnen Farbfächer weniger Farbtöne enthalten als die der Pantone-Palette. Weil aber die Optik jeder Farbe auch davon abhängt, auf welches Papier sie gedruckt wird, gibt es Farbfächer, die sich auf verschiedene Bedruckstoffe beziehen. Welchen Farbfächer ihr für euer Druckprodukt wählen solltet, erfahrt ihr im Datenblatt eures Produktes. Und das gilt für HKS- und Pantone-Farben. Soweit zur Theorie. Wie ihr Sonderfarben der Pantone- oder HKS-Palette mit verschiedenen Programmen definiert und für den Druck richtig anlegt, das erfahrt ihr in einem anderen Video. Wenn ihr vorher noch ein bisschen tiefer in die Materie der Sonderfarben einsteigen wollt, dann schaut doch einfach mal im Blog vorbei. Da findet ihr jede Menge Infos über HKS- und Pantone-Farben sowie viele nützliche Tutorials zum Nachlesen und Nachmachen. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Wenn euch unser Ausflug in die Welt der Sonderfarben gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann aktiviert gerne die kleine Glocke und abonniert unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.